zusammen. Mein Name ist Gisela und ich möchte euch heute gerne etwas über meine Erfahrungen und meine Erkenntnisse, die ich bei Daniel Hascholisa machen durfte, erzählen. Meine Kindheit war geprägt von viel Streit und wenig Mitgefühl. Dadurch habe ich mir als Kind meine eigene Realität aufgebaut und habe begonnen, mich selber zu belügen und auch andere zu belügen. Dieses Verhaltensmuster hat mir in meiner Jugendzeit und später auch im jungen Erwachsenenalter zuerst Freundschaften zerstört und dann auch eine Partnerschaft. Ich hatte auch immer wieder depressive Phasen, sodass ich mich entschlossen habe, mir Unterstützung zu suchen. Bei Daniel fand ich dann die Unterstützung, die ich mir gewünscht habe. Ich habe zum ersten Mal in Beratungsstunden und später auch in Meditationsworkshops erfahren, was es wirklich heißt, aufgehoben zu sein, was es heißt, wenn ein Mensch Mitgefühl hat, dass ich das auch erfahren durfte, dass jemand mit mir Mitgefühl hat. Das war sehr neu für mich. Und so habe ich auch gelernt und erkannt, wie meine negativen Verhaltensmuster, die nicht geprägt waren von Mitgefühl, sondern vom Lügen und Betrügen, von Neid und Eifersucht. Als ich das erkannt habe, dass meine Verhaltensmuster negative Einflüsse oder negative Auswirkungen auf mein Leben haben, habe ich angefangen, dies zu verändern, sodass ich auch in mir mehr Mitgefühl entwickeln konnte, zuerst für mich selber und dann auch immer mehr für andere Wesen. Es hat mich dann sehr gefreut, als ich mit der Unterstützung von Daniel eine höhere Fachschule in Sozialpädagogik absolvieren konnte, sodass ich heute in meinem Beruf anderen Menschen meine Erfahrungen und mein Wissen, das ich bei Daniel lerne, weitergeben kann. Das erfüllt mich sehr. Auch habe ich seit längerer Zeit eine neue Partnerschaft, worin ich lernen kann, mich wahrhaftig auszudrücken, Konflikte anzusprechen und dies ist eine Erfahrung auf einer anderen Ebene Beziehung leben zu können, sodass ich spüre, dass dies zu mehr Glück und Freude in der Beziehung und in der Partnerschaft führt. Die für mich eindrücklichste Erfahrung war die Sterbebegleitung von Daniel mit meiner Mutter. Sie hat uns unser ganzes Familiensystem begleitet und darin konnte sehr viel Heilung geschehen. Dies hat bedingt, dass zuerst, bevor meine Mutter gestorben ist, nochmal alles ausgesprochen wurde, alles wurde gesagt, sodass meine Mutter dann
friedlich gehen konnte. Und heute ist nebst der Trauer und dem Verlust eine tiefe Herzensverbindung, die ich mit meiner Mutter spüre. Und mit meinem Vater habe ich mich dahingehend versöhnt, dass ich ihm alles aufzeigen konnte und auch heute immer wieder ihm auch die Wahrheit sagen kann, was immer zu mehr Verständnis und Mitgefühl führt. Ich bin Danielle zutiefst dankbar für all diese Entwicklungsschritte, die ich machen durfte, dank ihrer Unterstützung. Und ich kann nur wärmstens empfehlen, wenn du vielleicht in einer ähnlichen Situation bist, dich an Danielle zu wenden. Vielen Dank fürs Zuhören.